Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Thrones of Britannia. Und am Anfang von diesem Video möchte ich kurz einen kleinen Hinweis euch geben. Aktuell sieht es so aus, als würde ich es nicht schaffen, in den Tagen von Mittwoch bis Sonntag jeden Tag Anno und Thrones of Britannia zu bekommen, zu hochzuladen, meine ich. Das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, weil gestern kein Thrones-Video kam, also am Mittwoch kam kein Thrones-Video. Ja, das bitte ich zu entschuldigen. Ich schaff's einfach nur nicht, weil ich muss auch noch andere Sachen ein bisschen machen. Falls ich nachher doch ein paar mehr Videos aufnehmen kann, je nachdem, dann werdet ihr das sicherlich feststellen. Das werdet ihr ja dann sehen. Einfach immer um 17, 16 Uhr trotzdem mal reingucken oder irgendwann mal, ob vielleicht dann doch ein Part da ist oder nicht. Ansonsten dann jetzt heute sollte Donnerstag sein und Samstag auf jeden Fall ein Video und je nachdem vielleicht noch an ein paar mehr Tagen. Und eben Anno kommt Mittwoch, Freitag und Sonntag. Genau, also zumindest mal geplant. Die Anno-Videos habe ich allerdings schon aufgenommen. Jetzt Thrones of Britannia. Und es kann auch gut sein, dass ich noch ein paar mehr Videos schaffe. Da muss man mal schauen. So, aber fangen wir mal hier an, machen hier weiter und überlegen so ein bisschen, mit was wir weitermachen. Da haben wir ja schon so einen gewissen Plan. Diese Gebiete hier oben haben wir alle schon besetzt. Und jetzt sind wir hier auf dem Weg, hier nach unten so langsam, würde ich sagen. Aber hier werden wir dann erstmal unsere Truppen wieder regenerieren lassen und dann machen wir weiter. Hier haben wir ja gesagt, je nachdem, wohin der zieht, werden wir dann auch angreifen, wenn er da von dieser Stadt ein bisschen wegkommt hier. Das wäre ganz hilfreich. So, beenden wir die Runde. Also das Ziel in diesem Part ist tatsächlich schon, noch einige Städte mehr zu erobern. Bin da auch ganz guter Dinge, dass wir das hinbekommen könnten. Northumbria geht weiterhin ab. Das ist schon krass, wie heftig die drauf sind. Schon heftig. Na, muss man mal gucken, ob wir das auch weiterhin schaffen. So. Eigenschaft Überschwänglichkeit hat er erreicht. Der Verwalter hier hat jetzt nochmal plus 3 Regierung, plus 3 Einfluss und plus 5% Korruption leider auch, aber gut. Nicht so schlecht eigentlich. Ich überlege gerade, ob wir hier unten angreifen sollen. Mit dieser Armee hier. Weil diese Provinz gehört immerhin auch noch zu dem Gebiet Laigen hier, zu Naas da drüben. Wäre natürlich deshalb nicht ganz so schlecht hier, wenn wir das hier noch irgendwas noch erobern würden. Aber ich ziehe jetzt erstmal dahin an die Grenze, falls er doch hier unten lieber kämpft gegen unseren Vasallen. Dann kann er das nämlich als erstes mal machen. Dann werde ich hier mal reinschauen, was haben wir erforscht. Wir haben diese plus 15 Nahkampffähigkeit für Kavallerie erforscht. Ich würde sagen, genau, ausgebildete Kavallerie als nächstes. Das ersetzt dann die Plünderer durch Kundschafter. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Die eindrucksvollsten Kavalleristen und ausgebildeten berittenen Soldaten von hohem Ansehen. Wenn wir den Bedarf nach unseren besser ausgebildeten berittenen Kriegern verbreiten, treten sie vor, um ihren Platz in unseren Rängen einzunehmen. Okay, wunderbar. Das sollten dann eigentlich für die hier sein. Ah, nee, Moment. Plänkler, genau. Für die Plänkler, oder? War es doch. Ostmänner Plünderer. Ostmänner Reiter, Ostmänner Plünderer. Weiß ich gar nicht, was das ist. Hä? Kundschafter werden davon ersetzt. Ah, das sind die hier. Doch, das sind tatsächlich die hier hinten. Ja, alles gut. Okay, so, dann haben wir hier eine Stufe. Ist der aufgestiegen? Würde ich sagen, wir geben ihm nochmal eins auf Hingabe. Dann ist hier oben hoffentlich irgendwann auch mal Ruhe, was die Unordnung angeht. Beziehungsweise hier sind es ja auch noch ein Malus. Ah ne, nicht mal. Nur von diesem Wetter hier, Blutregen. Okay. Interessant. Und hier werde ich jetzt, wie gesagt, mal in die befestigte Lagerstellung gehen. Für zwei, drei Runden noch. Und das passt. Refne ist hier oben immer noch die Sache mit dem Aufstandsrisiko. Okay. Aber wir gucken mal, ob wir mit der Armee hier ein bisschen was erreichen können. Das wäre doch schon mal so ein Anfang. Mir gefällt es eh nicht, dass da 20 Einheiten in der Stadt stehen. Das wird dann eine riesige Belagerungsschlacht werden. Finde ich nicht so geil.
Oh, wir haben jetzt da was zurückerobert von unseren Vasallen. Stört mich nicht mal direkt, weil die Städte hätte ich gerne selber. Da unten verlieren aber unsere Vasallen jetzt einen Haufen Gebiete. Helden vernichtet, okay. Wir Ja, dann führen ziehen euch wir jetzt hier zurück. mal rein und erobern die Provinz. Cluain Mhor Liebevoll. besetzen. Also dann, ein. Und hier drüben der Statthalter ist auch verbessert oder verbessert werden kann der auch. So, Unsere super. Feinde sollen untergehen. Hier, wie gesagt, eine Weile Die braucht es Erde wird noch. Die fallen. stehen auch noch da unten hinten dumm rum. Leigen, klar, haben wir jetzt auch ein Aufstandsrisiko, ist Verlasst klar. euch auf uns. Okay. Dann gleich nochmal eine Runde. Wie gesagt, wir müssen einfach noch ein bisschen warten, bis die beiden anderen Armeen da drüben bereit sind für große Taten. Neuere große Taten. Oh, unsere Vasallen werden da jetzt auch Gebiete verlieren. Und hier ist was passiert? Hä? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen. Die haben die Provinz anscheinend erobert. Ne, Tribut zurückzahlen, würde ich sagen. Minus 30 Tribut würde es geben und wir würden halt 5000 in die Schatzkammer bekommen, aber das kriegen wir jetzt gerade eh nicht so wirklich. Oh, unser Kriegseifer ist gesunken. Nicht gut. Okay, dann würde ich fast vorschlagen, wenn jetzt diese Provinz hier so offen vor uns liegt, werden wir Die die jetzt Krieger auch noch sind bereit. erobern. Ist auch ein Hafen, das ist gar nicht Liebevoll. so unwichtig. Ja. So, dann mal schauen, wo ist denn jetzt die eine Armee hin? Die wurde anscheinend besiegt, oder? Muss so sein, fast. Die da unten sind 40 Einheiten. Natürlich nicht so wenig. Wir schwören treuen Dienst. So, und jetzt in einer Runde sind wir da auch fertig. Es gibt wieder illoyale Leute in unseren Reihen. Den hier und unser. Oh, Ola. Ne, Jarne. Jarnke. Hier drüben. Ja, denn sein Bruder wurde auch schon zum Rebell. Also in dem Fall wundert mich hier gar nichts. Aber wahrscheinlich liegt es daran, weil ja, unser Herrscher hat mal wieder viel zu viel Grundbesitz. Ich würde sagen, wir geben mal diese Provinz hier an einen von denen da unten ab. Eigentlich egal an welchen von den beiden, an den hier mal. Und dann passt es erstmal wieder. Aber das schon mal erledigt. Dort oben werden wir nochmal eins auf Regierung geben. Ja, hier kann ruhig mehr Geld verdient werden, ganz klar. Und jetzt werden wir hier. Werde ich jetzt mal, glaube ich, echt diesen großen Langhafen bauen. Dann möchte ich hier mal so ein bisschen durch unsere Provinzen kurz durchgehen. Hier würde ich eigentlich immer noch gerne diese Gefährtenquartiere dann irgendwann mal bauen. Für eine bessere Forschung. Dann werden wir hier noch was in unsere Forschung investieren. Hier werden wir das bauen. Hier werden wir das bauen. Jetzt haben wir schon keine Kohle mehr. Gut. Das Hätten wir die werde ich 5000 dir doch ganz gut sagen. verbrauchen können. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen ja gerade echt ordentlich Geld jede Runde. Könnten uns auch überlegen, ob wir noch eine weitere Armee aufbauen. Okay, die kommen jetzt hier rüber, diese 11 Einheiten. Sollten wir also dringend was gegen tun, bevor Ich sie uns habe die eine eine Provinz hier wieder Röhrenbahn erreicht. wegschnappen. Das realisieren wir. So, Los dann gehen wir geht's. gleich hier hin. So, das haben wir jetzt erforscht hier drüben. Das passt jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier hin und werden diesen Schreiber Gelehrtenquartiere erforschen. Die schriftliche Aufzeichnung von Geschichte und heiligen Schriften gewährleistet eine bessere Voraussicht und Lernbereitschaft in der Gesellschaft. Indem wir spezielle Quartiere für Gelehrte einrichten, meine ich, wird es uns ermöglicht, Schreiber mit dem Dokumentieren dieses Wissens mit Feder und Tinte zu beauftragen. Wunderbar. Machen wir. Gibt dann eine verbesserte Forschungsrate, wie Feind über gesagt, sobald unsere wir das Feinde. auch gebaut haben. Der General hier bekommt, glaube ich, einmal den Wildbeuter. Wegen der. Achso, das ist der hier, fällt mir gerade. Achso. Ja, Wir weißt du schwören was? Du Treue. darfst einfach mal hier Richtung Dublin laufen, dann kriegst du vielleicht von mir mal noch eine Armee verpasst. Das ist vielleicht gar nicht so daneben. So, dann werde ich mal hier überlegen, was wollen wir hier? Muss nicht unbedingt was gebaut werden, aber das hier würde ich gerne ausbauen. Und hier bauen wir dann. Was bauen wir hier aus noch? Ja, muss eigentlich jetzt nicht mal so großartig was gebaut werden hier. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir bauen mal diesen Fing hier, dieses Gerichtsfeld. Das passt schon. Verlasst euch auf uns. Und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, was auszubauen. Hier bauen wir das hier mal aus. Das ist in Ordnung. Dann wunderbar. Feindliches Blut wird fließen.
So, und hier steht diese Armee jetzt außerhalb. Das ist ja wieder perfekt, wenn die so blöd sind. Feindliches Blut wird fließen. Dann werden wir hier direkt mal angreifen. Mit denen werden wir uns hier hinstellen. Mit denen werden wir angreifen. Ich glaube, unser Erbe darf den Hauptangriff führen. Ah, er zieht sich zurück. Ja gut, dann würde ich sagen, werden wir mit unserem Erben belagern und werden hier mittlere Belagerungsgeräte wieder bauen. Ja, das ist gut so. 2-2 erstmal. Oh, und wir haben Schiffe auf eine Expedition wieder geschickt. Mal hoffentlich ist er dieses Mal erfolgreicher. Wir werden übrigens lieber so einen Belagerungsturm hier bauen. So. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht in der nächsten Runde die Armee mit der anderen Armee dann da angreifen können. Das wäre auch okay. Und diese Armee hier haben wir natürlich auch noch. Das ist ein bisschen stressig mit dem Kriegseifer. Ich würde übrigens mal gucken, gerne, ob es vielleicht doch nochmal möglich wäre. Ausreichend ist dieses Angebot. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mit Northumbria endlich Frieden. Sehr schön. Gut. Ja, gibt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Fraktionen, wie es aussieht. Kriegseifer steigt dadurch. Ja, weil wir jetzt hier keine Grenze mehr praktisch mit denen haben. Hier drüben über so eine Meeresgrenze. Ich weiß gar nicht, ob das auch reinzählt. Ich gehe mal davon aus. Vermutlich ist das so gemeint. So. Und dann werden wir jetzt hier belagern, würde ich sagen. Ach ja, dieses Gebäude können wir hier dann natürlich auch ein bisschen was umbauen oder so. Fällt mir so auf. Na, das müssen wir mal in der nächsten Runde gucken, wenn wir wieder Geld haben. Ah, da sind Rebellen schon gespawnt. Na, blöd. Die ziehen sich erstmal nach da unten zurück. Ich hoffe, die Rebellen greifen nicht gleich an. Hab schon wieder vergessen, wie das läuft. Ah, die können hier auch mal so Rebellengebiete zurückerobern. Das ist gut. Hier kommt. Oh ja, die erobern tatsächlich das Gebiet. So, ich weiß nur nicht mehr, wo haben wir Slash immer hingeschickt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schicken sie wieder nach Süden. Diese Flotte. Siegfroder würde diese Frau hier halt heiraten. 64, sie ist 20, ja, von mir aus. Also sie gibt minus ein Kommando. Sie ist eine Schildmaid, aber ist jetzt nicht so wild. Beschädigte Gebäude hier oben. Oh, das ist blöd. 323, Reparatur, 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 Reparatur. Huiuiui. Hier ist jetzt die Frage, was machen wir? Bleiben wir jetzt hier erstmal stehen? Ich würde fast sagen, ja. Die Rebellenprovinz muss jetzt nicht unbedingt gleich erobert werden. Und dann werden wir das hier einmal abreißen, weil diese Mine ist mir wieder fast zu krass. Und das hier werden wir mal ausbauen. Dann können wir hier vielleicht auch mal was für die öffentliche Ordnung noch tun. Weil hier war jetzt auch nichts wirklich super Tolles wegen der öffentlichen Ordnung. Deswegen, ja, passt. Okay, dann werden wir mit dir hier runter marschieren. Das haben wir ja gesagt. Mit dieser Armee hier werden wir jetzt hier angreifen. Mal gucken, ob wir ihn erwischen. Leider nicht, offensichtlicherweise. Hier würden die auch noch dazukommen, das will ich nicht. Dann werden wir den jetzt einfach noch weiter vertreiben, hier nach Süden. Irgendwie in der nächsten Runde dann. Dann können wir nämlich die Stadt erobern und danach diese Armee da besiegen. Naja, okay, der zieht sich jetzt doch ganz schön weit zurück. Na, okay, gut, dann hat sich das jetzt auch erstmal erledigt. Die belagern hier unseren Vasallen. Bin ich mal gespannt, wie viele Gebiete der nachher hier noch übrig hat. Also, ehrlich gesagt, wenn er die Gebiete hier verliert, fände ich es auch nicht so schlimm. Dann erobern wir die nämlich. Dass er das da drüben hat, ist ein bisschen störend, aber egal. So, jetzt hat er hier unten diese Armee. Die Krieger sind bereit. Dann würde ich fast sagen, wir könnten mit der jetzt mal hier rüberziehen. Oder wisst ihr was, wir machen jetzt die Rebellen da platt. Nerven mich nämlich irgendwie doch. So, erledigt sie. Sehr gut. Gute Arbeit. Ja, sehr schön. So, dann haben wir das geschafft. Tribut gibt es auch wieder mehr. Und hier werden wir dann auch reparieren und reparieren.
Und ich glaube, ich reiß gleich nochmal ab, erstmal. Ne, wir bleiben hier drin, diese Runde. So. Und du hast dich jetzt bis ganz da unten hin zurückgezogen, dann lass es erstmal hier oben. Und hier werden wir angreifen. Ich denke, die Schlacht können wir auswürfeln in dem Fall. Und wir machen auch hier die aggressive Stellung. So. Das haben wir geschafft. Ein paar Leute verloren, 189. Perfekt. Und wir besetzen natürlich. Meine Fertigkeiten wurden verstärkt. Weil ausrauben, natürlich gibt es hier auch sehr viel Geld, aber ich will ja hier eigentlich wirklich durchkommen. Und das Ganze schnell platt machen. Was unsere Feinde hier so haben. Und auch hier werden wir das mal umbauen schon. Da gibt es ja auch weniger Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Das ist eigentlich alles sehr, sehr gut so. Und wir können einen neuen Typi da reinpacken. Plus 10 Nahrung. Ja, das ist eigentlich okay. So, dann haben wir den General hier. Der darf nochmal 1 aufsteigen. Und diesen General hier auch. Der darf auch mal, kriegt auch mal 1 auf Streiter. Verlasst euch auf uns. Dieses Gefolge. Und mehr können wir hier schon wieder nicht mehr machen. Außer diese Einheit können wir neu ausbilden. Feindliches Blut wird fließen. Ja, da haben wir jetzt gerade kein Geld für, aber das sollten wir dann nächste Runde auch mal noch machen. Da wo es geht, also hier drüben und ich weiß gar nicht, hier. Ja, hier auch. Sehr schön. Machen wir das natürlich, das habe ich ganz vergessen. Ah ja, die Armee habe ich jetzt auch vergessen, dass wir da ja Truppen rekrutieren sollten. Egal. Die Gebäude waren jetzt schon auch wichtig. Genügt euch unser Geld nicht? Nee. Oh, die haben ja nur noch 2 Gebiete. Oh, ist ja heftig. Oh ja, die haben nur noch 2 Gebiete. Das ist stressig für die. Was machen eigentlich die Idioten da? Die nerven mich. Oh oh, unser Vasall hat gerade seine Armee verloren. Und da drüben hat er auch noch ein Gebiet verloren. Na super. Und wir haben jetzt zivil hier unten diese Sache erforscht. Ich würde sagen, als nächstes werde ich mal hier die Arenen erforschen. Ja. Männer dazu zu ermutigen, zum Vergnügen gegeneinander zu kämpfen, ist eine Möglichkeit, sie darin besser zu machen. Durch Erweiterung oder die Gründung weiterer Garnisonen erhalten wir Teilnehmer für Darbietungen in der Arena und steigern somit unsere Standards für Kampffähigkeiten. Ja, bin mal gespannt, was es so bringt. Genauso dieser Werkzeugmacher hier oben, keine Ahnung. Ja. So. Dann werden wir für dich hier mal eine Armee rekrutieren. Ich würde sagen, aus einer guten Kaff-Einheit und einer nicht so guten. Und dann würde ich sagen, nehmen wir 2 gute Speerträger, 2 nicht so gute Speerträger. Und dann davon, ja, 2 Einheiten. Oder ne, eine Einheit davon, eine Einheit Berserker, 2 Einheiten Streitäxte. Und dann haben wir wie viele Einheiten? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dann noch 3 Einheiten Bogenschützen. 14 haben wir jetzt. Und dann hier noch ein bisschen was von diesen Speerkämpfern. Von diesen Axtkämpfern meine ich. Aber erstmal nur 3, weil ich möchte jetzt ja noch hingehen und auch ein paar Schwertkämpfer werden wir noch ein paar rekrutieren dann. Und allgemein will ich ja gerne hier noch diese Einheiten verbessern. Neu ausbilden, hier drüben. Hier drüben, das reicht jetzt leider nicht ganz. Okay, ja, dann nächste Runde. Hier drüben ist eh nicht so wichtig. Und dann könnten wir eigentlich uns überlegen, was wir hier als nächstes noch angreifen oder wie wir jetzt weit vorgehen werden hier in dem ganzen Zeug hier. Ich würde sagen, wir werden erstmal diese Armee angreifen, weil die plündern hier unser Gebiet. Das geht gar nicht. So, und tschüss. Ja, weiter kommen wir nicht. Kommen wir mit dir da noch dazu, hier anzugreifen? Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich eher weniger. Ja, okay, das wird nix. Schade. Wie weit kommt denn ihr jetzt? Ihr kommt nicht ganz hier hoch. Das ist gut. Oh, hier kommt er hoch.
Aber nicht beide Armeen. Ups. Das wollte ich gar nicht. Aber nicht beide Armeen, wie es aussieht. Zur Not können wir uns ja auch mal noch zurückziehen. Dann würde ich vorschlagen, werden wir jetzt hier Sel Canning noch erobern. Super, 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 super. Hier, das werden wir abreißen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt haben, was wir hier haben wollen. Also Kloster ist ja ganz nett. Da müssen wir mal schauen, was wir da weiterhin machen. So, und wir haben wieder illoyale Leute. Wieder der. Da gibt es halt wieder Grundbesitz für dich. Dort diese Provinz dieses Mal. Ja, passt schon. Feindliches Blut wird fließen. Dann beende ich noch diese Runde. Jetzt haben wir schon minus 23 Dinge, gell? Oh, unsere Verbündeten werden angegriffen. Von den Westsachsen. Ja, das will ich eigentlich gar nicht, weil wie gesagt, ich will über kurz oder lang auch denen ihre Gebiete erobern. Deswegen können wir das Bündnis auch jetzt schon mal ablehnen. Gelgeudel wird angegriffen. Juckt mich eigentlich auch nicht. Ja, sorry Leute, aber so langsam aber sicher muss ich auf meine eigenen Sachen achten. Und Northumbria und so, das sind einfach keine schönen Gegner. So, der Westen wartet. Die Überfahrt war stürmisch, doch eure Expedition hat sich bis zu den vielen mannigfaltigen Ländern des Südens durchgeschlagen. Sollen sie hier an Land gehen oder entweder übers Meer oder flussaufwärts nach Süden segeln? Ich würde sagen, ihr geht jetzt gleich mal hier an Land. Mal gucken, was da ist dann passiert. Du kriegst gleich nochmal einen auf Schreiber. Super. Dann haben wir hier unten Verschleiß, warum auch immer. Ups. Wieder einer mit niedriger Loyalität. Wer zum Henker? Kennen wir den? Ich glaube, das ist unser neuer einer Verwalter da. Ja, dann gibt es für dich auch nochmal Grundbesitz. Und zwar den hier. Und zwar, wo bist du? Hier. Nimm. So, gut ist. Okay. Ja, dann machen wir im nächsten Part hier weiter. Wie gesagt, erst in nicht morgen, sondern erst in 2 Tagen praktisch, erst übermorgen. Es sei denn, ich komme noch dazu, mehr aufzunehmen, dann häufiger. Aber das sehen wir dann mal noch. Das kann ich noch nicht ganz versprechen. Also, gut, dann haben wir das hier auch geschafft erstmal. Und mal schauen, ob es unser ehemaliger Verbündeter da unten überhaupt so gut überlebt oder nicht. Bin schon mal gespannt. Ansonsten hat er ja nur noch diese 2 Gebiete hier drüben. Die könnten wir uns dann echt auch irgendwann mal noch holen. Und da bin ich mal noch gespannt, wie das so laufen wird. Bei Ulight, wie ich hier gerade sehe, wird es auch sehr entspannt, hier drüber zu rennen kurz. Brauchen wir wahrscheinlich eine Armee hier oben zur Vorsicht. Aber die sehen ja auch nicht so wahnsinnig stark verteidigt aus aktuell. Also schauen wir da mal, wie es wird. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.